Ich bin auch nicht mal der einzige Ausbilder. Es gibt auch noch mehr tätige Ausbildungsleiter. Also. Und ich werbe. Du bist Personal. Ja, ja, ja. Du bist dafür eingestellt, die Firma mit neuen Leuten zu machen. Richtig. Richtig. Die sie dann auffressen kann. Dafür haben sie viele, viele Dinge gemacht. Ich wurde von Ort vorgebracht. Ich hatte schon lange keine neue Toolbox gehabt, ne? Also ich wurde von Jonas. Ich vom André, vom bösen Doc. Ich bin in Rotterdam hinten reingefahren und so bin ich in die Firma. Echt jetzt? Ja. Deswegen. Was, du bist dem hinten reingefahren oder was? Was? Du bist dem hinten reingefahren oder wie? Ja, yes. Ey, du Arschloch. Du bist in unserer Firma. Danke fürs Drama. Dann haben wir über Steam geschrieben und dann, ich habe eh eine Firma gesucht und ja. Jetzt fahre ich. Dumme, bis wie viel lässt du da immer drehen, bis du schaltest? Das ist unterschiedlich. Und wie soll welchen Gang? Also maximal, meistens immer ein bisschen im blauen Bereich. Dann ist das bis hinter die 20? Nee, vor der 20. Wenn ich hochschalte, dann geht der sowieso ein Stückchen über die 20 drüber. Ja, ich lasse ihn jetzt bis kurz nach der 20 drehen, damit wir zu Ende kommen. Ich meine, ich hab auch einen Block für das Wind. Erstmal ausnummern. 110, glaube ich. Nee, um genau zu sein, 109. Ich hab ja 730. Dumme, wie viel fährst du? Zurzeit 70. Die immer nicht von Abstand halten, ich hau gleich von Farbe rein. Links überholt jemand. Was haust du gleich rein? Ich hab ein Tempomat auf 70 und ich geh grad bei Asi, also wenn ich loslasse, geht dann noch ein Farbe an. Also werde ich langsam mal halt. Ich halt Abstand. Also ich kann bei SL, wenn ich mal. So, jetzt hab ich doch gerade vorgelesen. Wer hat denn noch Timon fertig dann? Welches kleine Kollegenschwein? Wer hat das ausgemacht? Hans? Hier ist hier noch einer. Hast du keinen Outblender im Spiel hier, oder was geht? Was? Hast du keinen Outblender im Spiel hier? Ich hab einfach rausgeguckt, du weißt es. Ja, die neuen Autos und der Pop-Blamper ist Innenspiel. Hast du sowas nicht? Nö. Ja. Na, egal. Ich schätze. Also ich hab in meinem A4 hab ich Pop-Blamper Spiel. Ja, es gibt auch ein ETS nicht. Ja, das ist klar, das war ein Scherz. Das wird schon eine schlechte Entschuldigung für mein Fernlicht sein. Mhm. Aber ist wer fährt hinter Hans mit Fernlicht? Irgendwie fahren wir alle mit Fernlicht. Mich blendet es nicht. Eventuell. Ja, wow. Ohne Verdammt. Wer ist vernünftig, der überholt? Sind alle auf dem Golf, sind alle aufgeschlossen? Der will vorne rein. Was ist da denn für ein Typ? Damit gehen wir auf 80. Okay. Achtung, wir haben einen. Oh, 72, 71, 70, 69, 68, 67. Ich fahr mit 72 den Berg hoch. Ich mit 90. 63, steht's. Was ist da kommt drinnen links? Mittlere Spur. Brand. Wir fahren gleich sowieso rechts runter. Ach, wir müssen eh rechts runter. Abbremse nicht, dass sie hier geradeaus schießt. Boah, der will abfahren. Was ist das denn für ein Schwein? Was bringt dem das? Heute voll hast du geschossen, ey. Wow, die Boot wird gesessen.
die ist ja nicht so immer aus, so die Buden, oder? Und schleicht oder was? Sicher. Nee. Der Bolt uns, glaube ich. Dumme Bremse, 277 aus. Moritz, hast du Fernseher dran? Nein. Ich hab ihn jetzt recht überholt, oder? Soll ich ihn auch überholen? Ja. Weil ich hab bald zu. Damit sind wir recht drüber. Ich muss jetzt halt schon hier vorne ausladen, abladen. Ja, da können wir jetzt. Wo treffen wir uns? LKW. Hier im Gelände. Das ist meine letzte Stunde. Leute, mal alle wieder auf die letzte Stunde. Mir auch. Das ist hier die letzte Stunde für mich. Was? Was ist los, Leute? Bis Samstag. Ja. Jetzt schon, aber ich muss auch gucken. Mongo, bleibt deine grüne Ampel stehen. Doch, kann nur sein, ne? Ich geb den Lichthupe, dass der rüberfahren kann. Bleibt da eine grüne Ampel stehen und schreib, was willst du. Ich werde dich dafür jetzt auch ganz einfach. Ne, ich fährt drin vorbei. Hallo Michael. Ich muss bei ihm kurz hier EP machen, annehmen, bitte jetzt nicht ihn kurz drauf fahren. Scheiße, wie schnell ich mich denn dazu? Komm. Bah. Wo ist sie hier? Ich glaube, das ist glaube die längste Etappe. Nee. Michael ist einfach ein bisschen anders, ich bin ein bisschen ungewohnt. Ja. So, jetzt geht's gleich, jetzt kannst du dich einpacken, wie du willst, aber wenn du die Luft einpacken, ist das dein Nuss. Ich weiß, jetzt habe ich keinen Auftrag für uns. Ja, nimm eine andere. Nimm Berlin, wenn du hast. Ja, ich habe hier was an Rostock vorbeifährt. Oh. Nehme ich das einfach. Dann wechsle ich in Rostock die Frage. Ciao. Ah, genau, geht alle.